Gut. Und den Ton nehme ich auch mit? Ton auch? Ton auch mit? Ton wird auch mit aufgenommen. Gut. Kommt keiner mehr? Kommt keiner mehr? Also Bescheid gesagt ist. Da kommt jemand. Schön. Ich bin ja nicht vor leeren Rängen. Labern. Nö. Aber ich glaube, wir fangen jetzt an. Sonst, ja, dauert es lang. Ja, dann herzlich willkommen. zu dem Storm C5 Ad-Vortrag von mir, Simon Neumann, den ich noch nicht kenne, von Alinea Kumila. Genau. Und zwar Storm C5 Ad ist nicht wie üblich eine Idee, die man so dahinter vermutet, sondern es ist ein Editor. Im Moment jedenfalls nur ein Editor. Der natürlich dann irgendwann, wie früher ja auch bei Herr und Partner, das war ja auch erst ein Editor, dann zur IDE umfunktioniert wird. Ja, wie gesagt, da das eine komplette Neuprogrammierung ist, dann wird wie gesagt auch erstmal der Editor erscheinen, als einzelnes Paket und später dann hoffentlich die IDE dazu, die dann auf das OS4 SDK zugreifen wird. Ja. Der Editor kann natürlich C-Codes ordentlich darstellen. Wenn man einen kleineren Quellcode, vielleicht zeige ich auch mal größere Quellcodes. Das ist bei vielen Editoren noch ein Problem, wenn die Quellcodes extrem groß sind. Dann wird es einfach ziemlich lahm. Dann zeigt der Editor die ziemlich lahm an. Das ist beim Storm C5 Ad sehr schön, weil er relativ schnell ist, auch für großen Quellcodes. Wie man schon sieht, beherrscht der Editor Syntax Highlighting und er beherrscht das Ein- und Ausklappen von wie zum Beispiel Enums oder Strukturen, auch von Funktionen. Ja, das ist ein okay. Das ist immer eine kleine Funktion. Anderer Quellcode. Ah, die nächste Funktion. Wie man sieht, sind hier alle Standardfunktionen vorhanden. Ich denke mal, hier muss ich dazu sagen, das ist so eine Funktion, da kann man das Dokument sperren, damit man nichts mehr verändern kann. Hier kann man alle ein- oder ausklappen im Dokument. Die üblichen Steuerzeichen kann man sagen, dass man alle Zeichenformatierung sieht. Wie manche Programmierer brauchen das. Genau, hier wird Zeile und Spalte angezeigt. Was auch ja ganz nett ist, wenn der Compiler was ausspuckt. Und der Syntax-Highlighting wird, wie gesagt, unterstützt C-Dateien, C++ Klassen. Dazu noch noch Kataloge, Amiga Guide und AX. Dazu ja mal Amiga Guide einladen. Damit man auch Amiga Guide-Datei mit unserem Highlighting und natürlich auch wieder eine sinnvolle Sache mit dem Ein- und Ausklappen von was diese Quellcodes sind. Eine Katalogdatei laden. Ja gut, da ist jetzt immer nicht viel Syntax-Highlighting, aber man sieht, dass es vorhanden ist. Wie gesagt, ist auch beliebig erweiterbar. Man sieht, also wir haben jetzt wie gesagt diese Klassen drin. Hier kann man auch verschiedene Einstellungen zu den
zu den Erkennungen oder zu den Dateiklassen machen. Hier die Dateierkennung zu den Dateien selbst und Formatierungsdarstellung und hier zum Beispiel die Faltmarkierung von den Zeichen her und hier die Färbung, die auch gemacht werden soll. Natürlich in diesem C-Teil natürlich nur C-Sachen und keine Alex-Kommandos oder so. Die man wahrscheinlich so nicht da drin finden sollte, aber. Genau. Und also das gleiche im Endeffekt wie bei der Logo bzw. Amiga Guide. Genau das. Gut. Das war in der Editor, das ist eigentlich das eine Reaction-Oberfläche, die ist hohes Kinativ programmiert. StormCip 4 Weiterentwicklung angenommen hat und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass der Code von Harmon Partner nicht portierbar ist, sage ich jetzt mal. Macht ja auch keinen Sinn. Dann haben wir das einfach so gemacht, wir haben es komplett neu gemacht. Das Einzige, was ich weiß jedenfalls, hat der Thomas Hoffmann sich das Syntax-Highlighting so ein bisschen bei dem alten Playbook so ein bisschen geguckt, wie das gemacht wird, aber es ist eigentlich kein Code von StormCip 4 in den StormCip 5 gewandert. Also wie gesagt, komplett neu. Funktioniert's? Läuft alles, ja. Gut. Wieso? ja, wie gesagt, das ist im Moment nur ein Editor. Mit Tabs, wie man sieht. Ich kann jetzt ja mal einen größeren Quellcode einladen, damit man sieht, was passiert, wenn da mal so ein 6 Megabyte Datei eingeladen wird. Man sieht hier, das sind 6,7 Gigabyte. Achso, Rx hat man nicht eingeladen. Ja, sieht man, funktioniert auch das Syntax-Highlighting. Ja, das dauert kurz natürlich. 6 Megabyte sind 6 Megabyte, ne? Wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Also es ist natürlich, man kann schon eigentlich relativ viel machen, so was man jetzt im Editor machen kann, aber es sind natürlich noch so kleine Sachen rein, wie man eine Shell öffnen kann, wenn man da mit ihr auch programmieren, obwohl es noch nicht eine IDE ist. Und so weiter, wie jetzt zum Beispiel diese lange Latte, die hier drin ist. Diese 6 Megabyte verursachen. Aber man sieht, er ist relativ fix, ja. Also da kann man mit anderen Editoren, mit anderen Editoren vergleichen, die sind nicht so fix, ja. Und das war, oder die können die gar nicht erst einladen. Mal schmieren ab. Ja. Gut, ich finde untersetzt, wie gesagt, die Standardsachen gibt es auch alle schon, die Redo und so weiter. Und nicht das endgültige Logo und so weiter, wird auch alles noch gemacht. Wie gesagt, das werden auch schon ein paar Feinheiten, werden sicherlich auch noch eingebaut werden, so ein paar Wünsche, die wir so haben von bestimmten Entwicklern, die, ja, die gewünscht sind. Aber im Großen und Ganzen wird es ein Editor werden. Editor, der Stahlfunktion hat. Vielleicht so, wie gesagt, auch so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht andere Editoren nicht haben, aber es wird jetzt nichts drin sein, was jetzt keine Weltneuheit. Ja, gibt es irgendwelche Fragen zu dem Editor? Kannst du dann da auch gleich irgendwie Compiler aufrufen, quasi? Genau, das meine ich ja zum Beispiel, dass man halt einen kleinen Shell aufrufen kann und dass man das gleich kompilieren kann, natürlich, wenn man einen Makefile oder sowas schon gemacht hat. Es ist also keine IDE, wo man wie bei StormC4 einfach nur auf Kompilieren drücken kann und dann kommt da gleich der Quellcode raus, wo das Makefile ja von StormC4 gemacht wird. Und du hast da jetzt mal keine Compiler-Einstellung mehr so drin. Und alles noch, das halt an dem Editor ist, ja.
Gut, dann würde ich mal sagen. Kann man, wenn es nur ein Editor ist, der sitzt halt eben auf C++, AREX und Amiga Guide Dateien halt spezifiziert, könnte man dann auch noch weitere Klassen einbinden? Nein, es geht. Also was geplant ist auf jeden Fall für die erste Version auch, ist zum Beispiel PHP noch und HTML. Mhm. Weil das sind eigentlich auch so Standardsachen, die man eigentlich braucht. Ja, also wir hatten jetzt überlegt, vielleicht Greenpool, weil der Ringpool ja jetzt hier OSP auch da ist, aber ja, das benutzt ja keiner, deswegen ist halt die Frage, ob man das da nicht einbauen muss oder sollte. Also. Aber könnte man praktisch, wenn man selbst ein Format hat, wenn man das selbst sozusagen sich angeguckt hat, wie das jetzt, sag ich mal, funktioniert, könnte man dann auch selber halt eben... Ja, kann man selbst die Sachen definieren, genau, die Datei erkennen, wie gesagt, wie du jetzt siehst, kann man auf jeden Fall editieren. Gut, die Farben im Moment, ja nicht direkt. Man kann eben nicht jetzt die Farbe direkt definieren für die... Wo liegt denn das? Was ist ja ausgelagert? Work. Und dann nimmst du das DOM C5 Better ganz oben rechts. Zweite Farbe. Oder so. Und dann zeigst du erstmal alles an. Okay, was machen die Grafiken? Das bringt den Schirm. Den Schirm weiß gar nicht genau. Genau, wir können ja noch kurz hier in den Guide reingehen. Das wäre auch nicht die Farbe. Halt auf mir. Kurz sind die Farben. Ja. Das wäre jetzt hinter dem Quellcode nochmal neu an. Also sagst du, dass er die Tabs mal einzeln einlädt, dann dauert das Prozess bei den, weil es war der 6 Megabyte Code. Warum lädt er den neu? Weil es eine erste Beta-Version ist. Ja, weil es, ja gut, das liegt ganz einfach daran, wahrscheinlich hat sich gedacht, dass es speichert, das müsste einen Speicher halten. Das muss den ganzen Kram speichern halten. Ja, na klar geht das auch. Das ist halt so programmiert worden. Aber das kann man ja noch verbessern. Ne? Das ist eigentlich theoretisch so, theoretisch gesehen ist es noch nicht mal eine Beta, weil es ist eigentlich nicht, wir haben den noch nicht mal einen Beta-Test gehabt. Also im Prinzip offiziell einen Beta-Test, sondern wenn, dann machen es nur wir getestet. Also eine Pre-Beta. Ja, so gesehen. Eine Vor-Beta, wenn so, das mal so definieren darf. Ein Alpha. Ja, eine Alpha ist es ja nicht, weil wir es ja schon ein bisschen getestet haben. Aber das ist noch nicht offiziell ein Beta-Test. Also es wäre so weit, dass man es den Beta-Tester geben würde. Der Pre-Beta-Test sozusagen. Ja, das gibt es heutzutage. Das ist ja schon... Ja. Genau. Und achso, was ich noch sagen kann, AISS wird auch noch unterstützt. Also man sieht im Moment, hier ist keine AISS drauf. Rico mag das nicht auf seinem System, deswegen vom anderen Server läuft es mit AISS. Ja. Deswegen ist es auch so hässlich. Ich programmiere, ich mag es schlicht. Da gibt es auch keinen Style schlichtes AISS, ne? Gut. Dann aber nicht elegant. Hm? Ich war elegant, genau. AISS schlicht. Ja, gibt es sonst irgendwelche Fragen oder Wünsche auch? Also ich nehme auch gerne Wünsche entgegen, was man sich so als Programmierer wünscht in so einem Editor. Was vielleicht jetzt noch so gefehlt hat. Eine Nicht-Reaction einfach. Ja, oder dass das bei Schlüsselwörtern oder Kommandos, dass da vielleicht noch die Syntax mit angezeigt wird bei einigen.
Ja, so, also Helps oder so. Ach so, ja, oder ja, ja. Ist, stimmt, der ja sowas wie bei Storm C4. Oder wie bei Cubic.de, wo er dann ja, genau, gleich mit dem Autodocs verknüpft sozusagen und dann ja, wird auch das beziehungsweise hat ja sein eigenes Autodoc gestartet und so weiter. Aber was ich noch überlegt habe, war auch noch so eine Funktionalität, dass man einfach den Autodoc-Führer noch mit irgendwie einbinden oder seinen beliebigen Autodoc-Führer mit einbinden kann. Damit das nicht alles so, da kann man das auch irgendwie wie Workbench machen, aber das ist alles ja schön, wenn man das über ein Programm steuern kann. Ne? Also so Sachen sind ja auch relativ schnell Autodoc-Datenbank rein. Was bitte? So Autodoc-Datenbank, wenn ich das dann halt ja, SDK-Browser kommen, mal gucken, was der so kann. Deswegen würde ich einfach sagen, man baut erstmal, also so würde ich jetzt vorgehen, muss ich mit dem Thomas Hoffmann nochmal besprechen, weil dass man halt selbst definieren kann, was man sich da für einen Viewer, was für einen Viewer man haben will und so weiter. Wie gesagt, es gibt ja den SDK-Browser, es gibt den Autodoc-Viewer, oder wie der heißt, klar, es gibt wie gesagt genug. Und jeder hat seine Vorzüge da. Und da will ich jetzt auch nicht auf irgendwie nicht was beschränken, sondern ich soll es selbst aussuchen. Ja, aber das ist eine gute Idee auf jeden Fall mit diesen, wenn man irgendwas markiert, ein Wort markiert, man weiß, wie ein Befehl markiert und man weiß die Funktionalität nicht mehr und drückt irgendwie eine Tastenkombination, sondern dann öffnet sich die Autodoc automatisch. Das kann ich mir vorstellen, dass das kein Problem ist. Ja. Würde ich sagen, das war es. Müssen wir klatschen? Ja. Ausziehen! Ich wundere, dass keiner gefragt hat, wann das Ding erscheint, aber. Wenn es fertig ist. Wenn es dann ist. Ja, noch nicht mal getestet. Also, sagen wir so, 2011 denke ich mal, dann wird es erscheinen. Ja, aber sagen wir mal, es werden hier noch einige Sachen eingebaut werden. Es wird eine Dokumentation sicherlich noch geschrieben werden, auf Deutsch und Englisch. Und, man wird höchstwahrscheinlich so 50 Euro kosten, so wie die anderen Editoren auch kosten. Also wird es falsch als Standalone-Editor vertrieben werden? Ja, wird, weil wir im Endeffekt auch so, wir wollen auch es so machen, dass wir eigentlich, oder sagen wir mal, dass wir die Entwicklungskosten sozusagen für den IDE auch dem Thomas auch sozusagen auch zuführen, weil er arbeitet auch schon lange daran und haben wir gesagt, wir machen das so in zwei Schüben, erstmal die das Geld soll in die Entwicklung der Idee auch deswegen haben wir das auch so überlegt und Aaron Partner hat damals auch gemacht, wir hatten denen auch nochmal geredet, ob das Sinn macht und so weiter, und eben gemeint, ach, das haben wir auch so gemacht. Das war gut. Deswegen ist es, das ist eigentlich ein gutes ist es nicht portierbar. Deswegen ist es nicht portierbar. Naja, das will ich jetzt nicht behaupten, aber ja, es ist im Moment halt OS4 spezifisch programmiert. Deswegen möchte ich auch erstmal so bleiben. Vielleicht läuft es auf der OpenOffice eher auf der OS4-Emo. Ja, aber ihr habt ja einen Editor. Ihr könntet ihr was nehmen, was überall funktioniert. Dann würdet ihr bestimmt auch mehr davon verkaufen. Ja, aber wir wollen natürlich auch die neuesten Reaction-Tabs so verwenden. Also wir wollen schon eigentlich auf den modernen Komponenten, die auch neu hinzukommen sind, sozusagen, weil wir immer aufbauen. Und das sind bisher ist es noch nicht nötig. Nee, das ist. Stimmt. Also das ist auch mit. Klar, mit und ist ja auch mächtig genug, sag ich jetzt mal so. Ja. Also wenn du jetzt auch irgendwie anspielst, aber. Nee, ich meine, das könnte man auch mit Class Act jetzt noch. Klar, das sind sonst. Natürlich. Nee, das stimmt schon. Aber dass wir nicht wieder diese Problematik haben, wir haben ja das Storm C4 ist ja Wizard Library. Das war damals schon mal, macht der falsche Weg. Und wir haben gesagt, wir nehmen halt die Standard OS4 Oberfläche. Damit wir nicht irgendwann wieder das Problem, wer weiß, wie lange es MUI für OS4 vielleicht noch gibt, keine Ahnung, ob es auch, keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird. Friedenwill hat mir irgendwas mal erzählt, dass auch vielleicht eine ganz neue Oberfläche kommen würde und dass man Reaction irgendwie dann irgendwie umlenkt oder so, keine Ahnung, wie man das dann macht, aber halt, dass wir da halt auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Und in der IDE gibt es dann Knöpfchen für Kompilieren und bla. Und
Genau, und eine Projektverwaltung natürlich. Da wird dann das SDK mit GCC angebunden. Richtig. Ein Knopf einbauen für jetzt kompilieren oder Tastenkombination. Mac-File starten. Also wie bei QMAC wahrscheinlich. Ja. Links, das dürfte ja kein Problem sein. Nee. Und aber was wir auch noch vorhatten, ist eigentlich nicht nur, das wäre ja noch simpel, ja, dass man schon die Ausgaben und so weiter auch in dem Fenster sozusagen hat. Man hat eine eigene Ausgabe, also auch der Debugger läuft darüber und so weiter. Das ist nicht alles nur über die Shell, ja, sondern schon über die Oberfläche. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, dass du die abgreifst, die Befehle, die vom GDB kommen oder so, die dann ja so verarbeiten kannst, dass du das ist, du klickst irgendwo drauf und dann geht er auch in die Zeile oder so, ja. Das ist ja so, wie man es eigentlich wünscht, ja, als Programmierer. Einfach Komfortabilität da mit reinkommt. Und ja, wird aber erst eine Idee sein. Soll es wieder so einen Netzwerk-Kompilierungsmodus geben wie bei SOMCD? Brauchen wir nicht, wir haben leistungsfähige Rechner. Wir wollen ja wieder den SOMCD hier. Ja, dann benutzen wir gleich zwei Kerne. Ja. Nee, aber jetzt müssen wir mal schauen, was das wirklich ist. Den wissen wir noch nicht. Wenn es, klar, wenn es nicht so schwierig ist oder so, weiß ich nicht, schauen wir mal, was der Thomas auch so hinbekommt. Ja. Kann man ja auch irgendwie über zwei Kerne das irgendwie machen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, dann Rico, würde ich sagen. 5 Minuten Pause und dann geht's weiter mit Tales of Tamar. Ja, wirst du wirklich 5 Minuten Pause machen? Ja. Das war so anstrengend, du musst vorarbeiten. Was kommt dann bitte? Tales of Tamar. Tales of Tamar. Ein Online. Ein Spiel, Spoiler. Ja. Genau. Gut, dann. Danke. Das ist eine Motivation.